Hallo zu einem weiteren Hausupdate. Ja, es gibt auch hier ein Update zum Haus. Also nicht beim Architektenhaus, denn da läuft aktuell nicht so viel. Das wird auch noch ganz, ganz lange dauern, bis da irgendwas offensichtlich anläuft. Gut, aber es gibt ganz viele erfreuliche Sachen und zwar hier bei unserem neuen Zuhause. Und jetzt zeige ich euch, was wir hier alles neu verändert haben. Haben wir hier nochmal die Wände durchlassen? So. Also am meisten hat sich verändert der Flur. Also ich zeige mal hier den Flur. Das ist der Flur. Ja, und man sieht hier schon gleich die Hall of Fame. Mit meinem Kanal habe ich ja heimlich still und leise die 100.000 Abonnenten geknackt und habe dann hier diesen Button bekommen. Und Johann und Clara haben ja auch ihren Button. Und Nancy hat noch den alten Button, den ich persönlich sogar noch ein Tickchen schöner finde. Das nennt sie. Ich habe das hier aufgehängt und Nancy sagte dann, ja, dann sieht aber jeder gleich, dass wir YouTube machen. Ja, als ob hier irgendjemand, der hier reinkommt, nicht weiß, dass wir sowieso schon YouTube machen. Wir haben also 400.000 Abonnenten-Buttons und leider war jemand ganz, ganz traurig. Als ich das aufgehängt habe, ist Elisa sehr traurig gewesen und hat sich gefragt, warum bei Clariel nicht auch ihr Name steht, weil sie ja ganz häufig auch bei Clariel mit dabei ist. Und deshalb haben wir entschlossen, dass sie ihren Namen hier auf meinen drauf machen darf. Und dann hat sie sich so Aufkleber ausgedruckt. Sie kann ja jetzt ihren Namen schreiben und hat sie dann hier drauf geklebt. Also nochmal, dass jeder weiß, Elisa, Elisa, also zweimal Elisa. Dann hat sie überlegt, Mensch, das ist aber auch gemein, weil Anastasia fehlt ja auch. Und dann hat sie auch gleich mit Papi zusammen Anastasia geschrieben. Und das dann auch hier drauf geklebt. Also hier in der Hall of Fame sind alle Namen vertreten. Ja, das war der erste Streich. Dann kommen wir hier ein bisschen weiter. Hier ist ein Sideboard mit den Notfallkämmen. Man kennt das vielleicht, morgens steht man auf, geht runter zum Frühstück und merkt dann, oh, man hat sich nicht gekämmt, ich habe lange Haare, ich muss noch einen Zopf bekommen. Das passiert dann hier. Deshalb ist das nicht im Badezimmer oder so, sondern hier. Direkt vor dem Losgehen kann man sich nochmal die Haare kämmen und einen Zopf machen. Sogar mit bunten Haarbändern. Dann gibt es hier noch ganz banale Sachen. Hier so ein bisschen Schlüsselfach. Hier ist Krimskrams drin. Und hier sind die Autoschlüssel drin und Portemonnaie. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Dann ist hier eine Bank. Also hier so ein bisschen Regenschirm. Nancy sagt, das ist hässlich, weil das dunkel ist und nicht schön. Dafür finden wir bestimmt auch noch irgendwie eine Lösung. Und daneben ist die Bank. Die ist sehr gut. Aber keiner setzt sich drauf, denn es ist eine super Ablage für Jacken und Mäntel. Die habe ich jetzt alle weggeräumt, aber normalerweise ist diese Bank nicht mehr zu sehen, denn es ist ein riesiger Haufen Jacken da. Denn es ist viel bequemer, die Jacke da hinzuschmeißen, als sie 2,50 Meter da reinzuhängen. Okay, aber ich muss zugeben, dass ich sie auch manchmal dahin lege. Aber nur, wenn ich sie später gleich wieder auch anziehen möchte. Okay, gut, anderes Thema. Gehen wir hier weiter. Das Coolste, was jetzt hier entstanden ist, ist das Treppengeländer. Ich blende noch mal ein Bild ein, wie es hier vorher ausgesehen hat. Also das ist die Treppe aktuell. Die hat so braune Verblendungen. Und obendran ist es auch eher so wie provisorisch. Also die Säulen, die da dran sind, die sind nicht tragend, sondern das ist oben irgendwie provisorisch dran gemacht, damit das hier hält. Also insgesamt passt diese Treppe überhaupt nicht hier rein, in den Eingangsbereich. Und wenn man das jetzt mal so anguckt, das ist sozusagen die Sicht der Treppe, sieht nicht schön aus. So, jetzt kommt es. Stellt euch vor, das wäre jetzt eine weiße Treppe mit einem Glaselement drin, sodass dieser Raum nochmal weiter geöffnet wird. Und dann weiß man vielleicht auch, warum es gut ist, dass wir das so geändert haben. An dieser Stelle möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass dieses Video eine Kooperation ist, und zwar mit Amazing Gold Justus Design. Die haben diese Treppe entworfen, also das ist eine riesige Firma, viele Mitarbeiter, also eigentlich ist es nur einer, aber der hat eine unglaubliche Beautiness, nicht nur in der Ausführung, sondern er selber ist auch total Beautiness. Und ja, also bleibt immer im Kostenrahmen und es sieht einfach am Ende immer schön aus. Den Link dazu findest du unten nicht in meiner Infobox. Man sieht also, das ist jetzt ein Guss. Vorher waren da so braune Balken, die nach oben gingen und braune Scheiben, die da durchgingen. Und jetzt ist das ein bisschen durchlässig durch das Glas. Und das heißt, man kann immer so ein bisschen das so durchscheinen sehen. Und es spiegelt sich auch immer ein bisschen was da drin. Also letztendlich
wirkt das Ganze viel, viel freundlicher und auch größer und offener mit diesem ganz schlichten Design mit der Milchglasscheibe. Also man hätte zum Beispiel auch eine durchlässige Scheibe nehmen können, aber dann wird es nachher zu unruhig. Dann kann man nämlich die Treppen sehen und so weiter, dann würde es hier so unruhig aussehen. So ist es ruhiger und heller. Ja, und Waldi ist wie immer auch mit dabei, ne Loki? Ja, du bist mit dabei. Ja, er will was zu fressen. Aber er hatte schon unendlich viel zu fressen, deshalb kann ich ihm jetzt nicht noch mehr geben. Gut. Bevor wir zur Treppe kommen, die auch cool gemacht wurde, Nancy wusste am Anfang nicht genau, was ich damit meinte, als ich gesagt habe, das würde super hier passen. So ein riesiger Spiegel ist super cool. Und auch wenn man das Gefühl hat, diese Balken, die stören, man kann ihn ja genau so aufhängen, dass die Balken jetzt nicht direkt an der Kopflinie sind. Und so ist es wirklich echt ein schicker Spiegel, der eben auch diesen Raum nochmal vergrößert und schön und heller macht. Kommen wir zu meinem geliebt gehassten Smart Home. Ich muss hier ganz kurz das umändern, sonst müsste das alles verblurren. So. Also was man hier sehen kann, ist der Garten. So. Mehr kann man jetzt nicht sehen. Also ist ein Kamerasystem hier unten installiert. Das habe ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ich habe hier unten ein Kamerasystem installiert. Das läuft durchgängig. Das heißt, ich habe die ganze Zeit einen Rundumblick um das Haus. Hier ist jetzt nur der Garten eingestellt. Normalerweise habe ich hier 4 Fenster und ich habe noch mehr Kameras. Also ich kann die dann so polen, wie ich möchte. Und das ist super cool, weil diese Kameras autofokussieren. Das heißt, wenn jetzt hier jemand lang geht, dann machen sie und dann fokussieren sie den. Ich hatte, glaube ich, von meinem ersten Smart Home Geschichte, hatte ich mich schon so ein bisschen geärgert. Weil am Ende hat das relativ viel Geld gekostet, das zu installieren. Nicht, weil die einzelnen Geräte besonders teuer waren, sondern weil einfach die Einrichtung und die Zeit, die ein Elektriker braucht, um das einzurichten, einfach sehr langwierig ist und damit auch sehr teuer ist. Und wir mussten zum Beispiel auch einige Schalter mussten wir aufstemmen. Und das sah jetzt eine ganze Zeit lang hier auch nicht so schick aus, weil die Wand teilweise, also hier diese iPads, die sind ja nicht einfach da dran gehängt, sondern die brauchen ja auch Strom. Das heißt, man musste da Strom hinlegen. Und damit das alles so funktioniert, muss man ganz viel aufbrechen und kaputt machen und so weiter. Und das war nachher das, was so viel Geld gekostet hat. Und nachher war ich halt so genervt, weil wir haben jetzt Mai. Ne? Und ursprünglich war mal geplant, dass wir vor dem Einzug, dass das alles fertig ist. Und es hat jetzt wirklich von Februar bis Mai jetzt gebraucht, bis alles so fertig wurde, dass man es jetzt auch einwandfrei benutzen konnte und dass es keine Fehlfunktion mehr gibt. Es war wirklich unglaublich nervig, dass dann praktisch die Sensoren ständig immer ausgefallen sind. Und na gut, es hat sich ergeben, dass offensichtlich ein Fehler im System gewesen ist und deshalb haben die nicht richtig funktioniert. Und ich weiß noch, da hatte ich gesagt dem Elektriker, gut, alles, was wir draußen geplant haben, das wird jetzt abgebrochen. Ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas, was Fehlfunktion hat. Und dann sagt er mir, also Justus, wir bauen das jetzt ein und wenn das nicht funktioniert, baue ich alles wieder aus. Also praktisch kriege ich mein Geld zurück und alles wird wieder ausgebaut. Dann dachte ich, ja cool, kriege ich mein ganzes Geld zurück, Hoffnung steigt und dann haben sie es aber hingekriegt. Also haben sie hingekriegt und es läuft jetzt perfekt und einwandfrei und hat echt ein paar coole Gadgets dabei. Ich hole noch mal ganz kurz was. Ja, was habe ich geholt? Ich habe meine Smartwatch geholt und das ist ganz lustig, denn dieses Smart Home funktioniert auch über die Smartwatch. Das heißt, ich kann mit dieser Smartwatch, ich kann dir mal so zeigen, ganz in der Mitte, da ist so ein Button. Wenn ich irgendwas voll habe und so weiter und ich da drauf drücke, dann geht die Tür automatisch auf. Das ist echt cool. Die ursprüngliche Idee, das Haus durch Smart Home zu teilen, hat funktioniert. Draußen habe ich 2 Klingeln, einmal oben und einmal unten. Und damit kann ich einmal oben klingeln und einmal unten klingeln. Und das ist ja praktisch die Idee gewesen, dass wir das Haus trennen und dann vermieten können und dass dann jeder seinen eigenen Bereich hat und das dann eben auch per Smart Home steuern kann. Also, nochmal merken, hier Amazing Gold Justus Design, super schön, super toll. Bei dem würde ich das immer wieder machen. Ja, gut, kommen wir zur Treppe. Ich muss immer wieder sagen, ja Nancy, du hast recht gehabt. Dunkle, rote, marmorierte Stufen nach oben. Und auch nochmal hier das Geländer auf der rechten Seite. Wow, das ist richtig schick geworden. Diese Stufen bestehen aus Eichenholz und das ist geascht. Ich muss sagen, im Endeffekt ist es richtig schick geworden. Das hat aber nicht Amazing Gold Justus Design gemacht, sondern das war die Idee von Nancy, muss ich sagen. Also ich hätte es nicht gemacht, wäre mir zu aufwendig gewesen.
Aber Nancy hat darauf bestanden und das war eine richtig gute Idee. Und im Nachhinein hat sich das wirklich am meisten gelohnt. Und es war auch nicht teuer. Also nur ein Bruchteil vom Smart Home. Jetzt gehen wir mal hoch, denn oben gibt es noch andere tolle Sachen. Und hier sind wir schon. Da ist wieder Loki. Genau. Genau mittig. Und hier ist dasselbe. Jetzt muss ich einmal ganz wieder umtippen. Solange das Haus nicht getrennt ist, läuft ja auch ein Bildschirm. Das heißt, auch hier können die Kinder immer einen Blick rund ums Haus werfen. Hier ist der Flur mit Katze. Und da hinten ist die Klavierecke, also so ein bisschen eingegrünt. Ja, und hier spielen die Kinder dann immer Klavier. Jetzt gehen wir mal ins Badezimmer, weil sich da auch ein bisschen was geändert hat. Ja, auch hier geht das Licht automatisch an, das ist echt schick. Was die Kinder bekommen haben, ist ein ganz, ganz großer Spiegel. Vorher haben ja die Spiegelschränke in den Raum reingeragt und durch die Breite des Spiegels erscheint der Raum dann auch nochmal deutlich größer. Ja, die Handtuchhalter sind jetzt auf Höhe der Kinder gemacht und Elisa. Und das, was sich hier verändert hat, war die Dusche. Schrägerweise konnten wir die Dusche gar nicht nutzen, denn wenn man die Dusche da angemacht hat, hat es geschwitzt. Und zwar bis zur Tür. Man kann jetzt hier sehen, dass hier schon eine Macke ist. Also die Tür ist hier schon aufgequollen. Das heißt, die Vorbesitzer haben ja ab und zu mal geduscht offensichtlich. Oder gestern haben wir geduscht. Und dann spritzt das hier lang. Oder ist es da hingespritzt. Und dann quillt natürlich alles Holz auf. Das war nicht so gut. Und als Badezimmer für Kinder, die jetzt faktisch jeden Tag duschen, wäre das nicht geeignet gewesen. Das heißt, man hätte entweder die Tür rausnehmen müssen. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Oder man installiert hier so eine Glaswand. Und die ist ganz cool. Die verschließt sehr gut. Und hier hat die auch noch eine Überlaufrinne. Und dazu ist hier unten das Glas geschliffen. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Also das Glas ist geschliffen, sodass die Tropfen, wenn sie hier dagegen kommen, direkt hier reinlaufen. Und damit ist das Problem gelöst. Die Tür wird nicht... Oh, wer ist da? Na, Loki, willst du auch mitmachen, ja? Ja, er fragt sich auch gerade, das ist aufgequollen. Warum haben die das nicht vorher gemacht? Die Dusche ist jetzt so schön für die Kinder gemacht, dass sie gut rein und rausgehen können. Die ist absolut dicht. War eine gute Idee. Können die Kinder jetzt jeden Tag duschen? Das Licht geht automatisch aus. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Tür auf. Licht geht an. Ja, ist jetzt erstmal Johanns Bad. Ich habe ihn gefragt, darf ich das zeigen? Er hat ja gesagt. Das heißt, ich tue das jetzt mal hier auch. Auch er hat einen großen Spiegel, er hat den größten Spiegel von allen. Ich glaube, 1,90 Meter ist er breit und 1 Meter hoch. Und auch bei ihm war es so, dass die Dusche nicht ganz ideal war. Die war offen, die Dusche. Und dann ist es ständig immer hier rausgetropft und das Wasser stand immer bis hier. Und das ist einfach auch nicht schön gewesen. So, dass er jetzt hier Doppelschwingtüren drin hat. Hopp, hopp. Und bei ihm ist auch genau dasselbe. Eine Überlaufrinne ist mit drin. Und oben hat er noch eine Regendusche. Die war vorher schon drin. Und auch hier ist der Loki. Was machst du denn ständig hier? Also verfolgst du mich? Als ob ich immer irgendwas zu essen dabei hätte. Ja, okay. Bei den Duschen habe ich mal darauf geachtet, dass es nicht irgendwie total verrammelnde Duschen sind, sondern die sollen schon offen stehen bleiben. So wie jetzt hier, habe ich Björn auch gesagt, dass es so offen lassen soll. Hat er sehr gut gemacht. Damit es durchtrocknen kann und nicht anfängt zu schimmeln, sodass er keine stehende Feuchtigkeit ist. Das ist immer ein schöner Angriffspunkt für Schimmel und ja, doch, ich habe dich verstanden. Ja, für Schimmel und Bakterien. Gut. Die habe ich nicht ans Smart Home angebunden. Das wäre sonst zu nervig. Ja, du bist auch nervig. Ich weiß, okay, der Rest des Lichtes geht von alleine an und aus. Das war es erstmal zu dem Hausupdate und den sichtbaren Veränderungen. Es wird jetzt nur noch im Garten ein bisschen was stattfinden. Aber auf eine Sache freue ich mich besonders, und zwar auf das Kühlsystem für das Haus. Diese Wärmepumpe, die wir hier haben, hat nämlich eine Besonderheit. Die kann nicht nur das Haus wärmen, sondern es kann es auch kühlen. Und dieses Kühlsystem, das wird in 2 Tagen installiert. Das kann man dann ja nicht sehen. Aber ich bin mal ganz gespannt, wie gut das sein wird. Und durch das Kühlsystem soll es möglich sein, das Haus deutlich runterzukühlen, als dass man hier eine angenehme Kühle drin hat im Haus. Ich bin ganz gespannt, ob das funktioniert und ob ich das am Ende auch empfehlen kann. Das nächste Video wird wieder ein Arztvideo
Und ich habe schon ganz, ganz viele Themen genannt bekommen und da sind einige echt tolle Sachen mit dabei. Also es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!